dass Bisexuelle mehr Spaß haben. Ich hoffe, dass es stimmt, aber es ist nicht so. Wir sind genauso traurig und so happy von Zeit zu Zeit wie andere Menschen. Und ja, ich glaube, glücklich sein hat nicht so viel mit der Sexualität zu tun. Bisexuelle lieben keine Dreier und es ist ein bisschen nervig, wenn man uns anbietet, dass man ein Dreier haben kann, weil wenn ich mit einer Frau zusammen bin, dann liebe ich diese Frau und möchte mit ihr etwas haben, dann möchte ich nicht unbedingt, dass ein Mann noch dazwischen kommt und meine Freundin liebt vielleicht keine Männer. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, Dreier zu haben, weil man nicht immer nur mit bisexuellen Menschen zusammen ist. Ja, ich glaube, dass Bisexualität teilweise übersexualisiert ist. Bei Frauen ist halt schon ein bisschen das Problem, dass es in viel Pornos vorkommt und so ein bisschen idealisiert wird, aber Pornos ist nicht, was im richtigen Leben passiert. Also Bisexuelle werden auch diskriminiert, leider. Ich glaube einfach vielleicht ein bisschen anders. Gerade in der Community ist es nicht immer einfach, weil man uns auch sagt, ja, du kannst dich nicht entscheiden, du bist keine richtige LGBT-Person, du machst das nur so ein bisschen von Zeit zu Zeit. Und das stimmt einfach nicht. Nein, wir sind nicht treuer oder untreuer. Ich denke, dass bisexuelle Menschen genauso wie andere Menschen treu oder untreu sind und dass es hier keine Differenz gibt. Weil Treue ist für mich etwas, dass man einhält, was es für uns bedeutet und wie weit man gehen darf oder nicht gehen darf. Also es ist nicht so, dass die Bisexualität in einer Hetero-Beziehung kein Problem ist. Man hat dann oft so Klischees wie, ja, du kannst ja sowieso mit deiner Frau jetzt noch Sex haben. Das ist kein richtiger Sex und das ist dann extrem beleidigend. Ich brauche keinen Penis oder kein Umschnall-Dildo, um Sex zu haben. Sex mit einer Frau ist Sex. Es braucht nicht unbedingt immer Penetration, damit es Sex ist. Also Bisexualität ist sicherlich kein Trend. Ich glaube, dass sexuelle Orientierung etwas ist, das man nicht entscheidet. Und Bisexualität ist einfach wie lesbisch oder hetero sein. Es ist eine ganze Sexualität, die man sein ganzes Leben so hat und die man nicht auswählen kann.